Also, einen wunderschönen guten Tag. Guten Morgen, Herr Dr. Kubicki. Freue mich. Das ist eine wunderbare Idee, dass man unvorbereitet und spontan auf Leute trifft, die Sie ausgesucht haben. Ich weiß ja nicht, um wen es da geht. Und dass man mit Fragen konfrontiert wird, auf die man keine vorbereiteten Antworten hat. Guten Tag. Guten Tag. Kommen Sie zu uns. Wolfgang Kubicki, hallo. Claudia Wengert, guten Tag. Frau Wengert, freue mich. Also ich finde es dieses Jahr, ich finde es das erste Mal richtig schwer zu wählen. Also das fängt damit an, dass ich, wenn ich mir die Kanzlerkandidaten angucke und ich bin wirklich ratlos. Was die Kandidaten angeht, bin ich das auch. Ernsthaft. Also momentan habe ich das Gefühl, das Liebste wäre mir eine Deutschland-Koalition unter Führung von Olaf Scholz. Wer wäre denn ein guter Kanzler? Fällt mir momentan keiner wirklich ein. Also ernsthaft, das ist ja das Bedauerliche, dass unser politisches Personal durch die Bank mittlerweile nicht mehr den Eindruck vermittelt, nicht, es sei sozusagen die erste Wahl, das ist das Problem. Würde denn die FDP in einer Regierungsverantwortung mehr Kompetenz bieten können? Ich bin sicher, dass eine ganze Reihe von Entscheidungen bei einer FDP-Regierungsbeteiligung anders gefallen wären. Und zwar sowohl in der Pandemiekrise als auch jetzt bei Afghanistan. Es ist alles so planlos, so unkoordiniert. Das lässt mich kurz vor der Verzweiflung. Aber es gibt es doch eigentlich fast bei jedem Thema. Wie könnte man das ändern? Ja, durch konsequentes Handeln, also dadurch, dass Leute mal Entscheidungen treffen und auch das Kreuz haben, das im Zweifel durchzusetzen gegen andere. Wir haben ja nur noch, auch in der Bundesregierung, nur noch Leute, die sich immer dahinter verstecken, dass andere irgendwie dafür verantwortlich sind oder schuld sind oder so. Nicht? Also Andi Scheuer beispielsweise, nicht? Der verballert mal kurz 600 Millionen Euro und die Konsequenz ist, tut mir leid, ich habe es nicht besser gewusst, aber künftig wird es besser. Kramp-Karrenbauer hat die Bundeswehr hingerichtet, übrigens Frau von der Leyen vorher auch schon. Nicht? Der Außenminister ist der schlechteste wirklich, den wir seit... Es tut mir leid für die SPD, die hatten deutlich bessere. Nicht? Schade, dass Sigmar Gabriel nicht mehr da ist. Aber so ein Außenminister, nicht, den kein Ernst nimmt. Wir haben 2 Jahre lang den Vorsitzenden im Weltsicherheitsrat Deutschlands. Das wollten wir immer haben. Haben Sie irgendwas davon gehört, was wir da gemacht haben? Vielen Dank nochmal. Ciao. Tschüss. Hallo, so, Wolfgang Kubicki, hallo. Angelika Meyer-Arich. Was hat Sie nicht nur dazu gebracht, in die Politik zu gehen, denn Sie haben ja einen anständigen Beruf, kann man so sagen. Wie kann man das hinkriegen, dass man der Politik gerecht wird und dem Beruf? Sind Sie jetzt überhaupt noch dann als Anwalt tätig? Ja, aber nur noch rudimentär. Also 20% meiner Lebenszeit momentan ist noch anwaltlicher Beruf, aber ich schleiche mich da langsam aus. Ich merke mittlerweile mein Alter. Ist ja egal. Aber ich habe zunächst meinen Beruf nicht nur erlernt, sondern auch ausgeübt, bevor ich Parlamentarier geworden bin. Ich kann das nur raten, dass die Menschen alle erst mal 2-3 Jahre ins Berufsleben hineinschnuppern, weil es eine völlig andere Erkenntnis gibt über Sozialverhalten auch. Ja. Als die meisten waren ja nicht in der freien Wirtschaft und wissen gar nicht, was es heißt. Sich da mal auseinanderzusetzen und sich im Zweifel auch durchzusetzen oder auch mal Niederlagen entgegenzunehmen, das ist ja auch ganz wichtig. Es gibt kaum noch... Politiker mit Profil. Meine jüngeren Kolleginnen und Kollegen haben Angst davor, dass sie etwas Falsches sagen könnten, das einen Shitstorm auslöst und dann sozusagen im Wettbewerb untereinander auch verbannt werden kann, um die eigene Karriere zu ruinieren. Also lieber mal nichts sagen, als das Risiko zu gehen, was Falsches zu sagen. Ich bin eher derjenige, der sagt, nicht alles das, was ich denke, sage ich jetzt und mit dem Rest werden wir fertig. Punkt. Ja. Diese Angst vor der öffentlichen Denunzierung in der Kürze, in der Geschwindigkeit, in der das passiert, die ist riesengroß. Viel Erfolg weiter. Danke. Er ist authentisch. Er würde sich nie verdrehen oder verstellen. Und deshalb war er mir natürlich auch sehr sympathisch. Und als ich sagte, wir sind ja beide Fisch, da hat er gesagt, das sind die Besten. Schönen guten Tag. Moin, Wolfgang Kubicki. Ulrich Borchert, hallo. Der Nachname? Borchert. Borchert. Das kann ich mir merken, da war ich gestern Abend essen. Also für mich ist es so, CDU zerlegt sich selbst, tut alles im Moment. SPD macht Beamten-Mikado, die bewegen sich gar nicht. Das ist witzig, ich weiß gar nicht, was es veranlasst, dass sie gerade steigen. Also politisch kann das nicht begründet sein. Wer nichts macht, macht keine Fehler und wer keine Fehler macht, wird befördert. Das verstehe ich. Entschuldigt die Herren, dass ich euch störe, aber was hält ihr davon, wenn wir uns kurz stärken? Das machen wir gerne. Ja, super. Sehr gut. Früher habe ich mich immer amüsiert über meine Mutter, wie die ausgestiegen ist aus dem Auto. Heute steige ich genauso aus. Oh, nee. Moin, ich hätte gerne einmal Menü 1. Ich nehme eine doppelte Curry mit, Damen. Ich zahle das. Kriegen Sie einen Teil Ihrer Steuergelder zurück gerade. Ist doch wunderbar. Können Sie sich vorstellen, dass das komisch aussieht, wenn da jemand sagt, okay, ich hab ein Business. Die sagen, ich kann meinen Betrieb ja jetzt schlecht zumachen für 4 Jahre. Und danach, und ich lasse den halt weiterlaufen. Wo hört dann Interessensverkippung auf oder fängt die an? Von Verfassungswegen ist es die Idee, dass aus allen Berufsgruppen die Leute sich im Parlament wiederfinden, um dort auch ihren von Berufswegen vorhandenen Sachverstand einzubringen. Ja, solange sie nicht vermischen. Da das Parlament ein
ein Abklatsch der Bevölkerung ist, haben wir gelegentlich auch ehemalige oder tatsächlich aktive Kriminelle da. Moin. So, Freunde, ihr könnt jetzt mitkommen. Ich gehe jetzt mal ins Adlon, auf die Herrentoilette. Ich würde doch mal hier warten. Ja, das ist sehr schön. Ich habe mich sehr gefreut. Mich auch. Vielen Dank. Moin, hallo. Hallo, wie geht's Ihnen? Altersbereinigt sensationell. Was hat denn die Politik für Einflüsse auf Ihre eigene mentale Gesundheit? Manchmal freue ich mich, wenn ich festgestellt habe, dass Ideen und Inspirationen, die ich habe, dann auch mehrheitsfähig werden und sich umsetzen. Manchmal ist es sehr frustrierend. Ich wäre nicht so lange in der Politik wie jetzt 50 Jahre in der FDP. Wenn mir das nicht überwiegend Spaß machen würde, dann hätte ich damit auch aufgehört. Ich habe dankenswerterweise wegen der Erfolge der Vergangenheit der Freien Demokratischen Schleswig-Holstein nicht den Druck, bei der Frage wieder aufgestellt zu werden. Ich merke das immer, wenn wir so vor Aufstellungen, vor Listenaufstellungen sind in den Landen, in den Ländern, dass dann der Druck untereinander auch massiv zunimmt. Also dann hört die Freundschaft einfach auf. Haben Sie Angst davor? Nein. Ich habe da das Gefühl, dass da irgendwie die Welten immer weiter auseinander divergieren. Da ist was dran. Also die Geschwindigkeit der Veränderung wird dazu führen, dass es auch eine gewisse Sprachlosigkeit gibt zwischen einer Generation, ich sage mal 50 plus und einer Generation unter 25. Das geht immer weiter auseinander. Das wird künftig, gerade weil wir die Digitalisierung ja wirklich vorantreiben müssen, auch ein Problem der Kommunikation in dieser Gesellschaft definitiv. Jetzt, wo wir uns gerade kennengelernt haben, Jan Willen, werden wir getrennt. Ich beherrsche die Möglichkeit, mit vielen Wörtern nichts zu sagen. Das können Sie aber beim Gespräch mit Menschen wie du und ich einfach nicht bringen. Ne? Die Leute reden so, wie in der Schnabel gewachsen ist, ich ja eigentlich auch. Insofern war das eine andere Kommunikation, die auch für mich auch lehrreich gewesen ist. Ich freue mich, dass in diesem Bundestagswahlkampf mittlerweile nicht über Nebensächlichkeiten immer geredet wird, also über die falschen Fußnoten von Frau Baerbock oder über die Grimassen von Herrn Laschet, sondern dass es jetzt um richtig wichtige Themen geht. Grüß dich, Hubertus Heil. Hallo, Josie Hübner. Ich meine, Sie waren jetzt auch die letzten 12 Jahre an der Regierung beteiligt und trotzdem sieht es klimatechnisch mau aus. Wir sind, glaube ich, immer noch mit Emissionen an Platz 1 der EU und glaube auf Platz 6 oder 7 weltweit. Und ich verstehe nicht, warum wir das nicht hinkriegen als doch eigentlich sehr wohlhabendes Industrieland. Es ist nicht so, dass wir nichts getan haben. Also die Frage ist, reicht das? Und die Antwort ist nein. Wir steigen aus Kohle und aus Atom aus, das ist richtig. Aber das heißt, dass wir 2030 vor einer riesen Stromlücke stehen. Wir brauchen mehr erneuerbaren Strom. Sonst ist Elektromobilität auch übrigens nicht besonders klimafreundlich, wenn der Strom nicht grün ist, den man dazu braucht. Denken Sie, wir schaffen denn die Klimaziele? Ja. Weil mir scheint es oft so, dass es eigentlich gar nicht mehr erreichbar ist, zumindest wenn ich mir die aktuelle politische Lage angucke. Das ist, wie gesagt, kein Spaziergang, aber es ist eine riesen Innovationschance. Technischer Ausrüster zu sein, auch Exportchancen zu haben für moderne Energiesysteme, das halte ich für einen riesen Jobmotor, wenn wir das richtig machen. Das ist ein rasanter Wandel, es gibt keine Sicherheit vor dem Wandel, aber es muss ein paar Sicherheiten im Wandel gehen, damit Leute sich auch auf morgen freuen können, damit sie eine Chance im Leben haben. Ja, bedanke ich mich sehr fürs Gespräch. Gleichfalls, war sehr angenehm. Ja, danke schön. Ich habe mich tatsächlich bis jetzt noch nicht entschieden, was ich wähle und ich wusste es auch davor noch nicht genau. Ich glaube, ich denke aber jetzt auf alle Fälle noch mal anders drüber nach. Hi, hallo. Grüß Sie. Hi, hi. Hubertus, hi. Hi, Martin. Hallo, Martin. Ich heiße Hubertus. Wollen wir das so machen? Gut, sehr gut. Machen wir auf du, ne? Bist du DJ? Ja. Das war auch nicht. Furchtbare Zeit jetzt, oder? Ja, immer noch. Ist noch. Man generell mit der Kunst umgegangen ist, war ich echt da enttäuscht. Dass es auch immer noch nichts weiterläuft und da immer noch die gleichen irgendwie Auflagen sind und so. Ich war hier in Berlin im Chamäleon-Varieté und habe da mit der künstlerischen Leiterin über diese Zeit gesprochen. Und habe sie gefragt, was hat geholfen? Und sie hat gesagt, es gibt ein paar Sachen, die geholfen haben. Also sie haben auch Kurzarbeit gemacht. Das Schweigegeld. War so, ja, das würde ich bestreiten, weil ehrlich gesagt, ist nicht schön, wenn man in Kurzarbeit war, aber es hat für ganz viele Leute auch die Arbeit gerettet. Und ich, ja, das ist aber, auch gut, finde ich super. Aber was sie mir auch gesagt hat, ist, dass viele, ich weiß nicht, ob du als DJ angestellt warst oder selbstständig unterwegs bist. Ich bin schon immer selbstständig gewesen. So, und da sieht man, was nicht funktioniert hat. Also, dass Selbstständige nicht vernünftig für solche Zeiten abgesichert sind. Wie geht's weiter? Die einzige Chance, dass wir aus dem Mist rauskommen, ist Impfbereitschaft. Wie kriegen wir die Vernünftigen, die noch so zweifeln, dazu? Um denen auch mal eins zu sagen, ist auch eine Frage der Solidarität mit den Pflegerinnen und Pflegern und auch mit euch Kulturschaffenden, dass wir wieder aufmachen können. Und das ist die einzige Chance. Es gab so viel Blabla und dann im Endeffekt im Basar wieder nichts. Also, das ist mir echt ein bisschen pauschal. Eigenverantwortung und Solidarität. Ich glaube, das ist das, was wir beides brauchen. Und an ganz eingefleischten Leugner kommst du ja auch nicht ran, aber an die Vernünftigen, da müssen wir ran.
Ja. Wie erreicht man die? Reden hilft manchmal. Martin hat mich sehr gefreut. Hat mich auch sehr gefreut. Bis bald. Danke. Ciao. Ciao. Hallo, ich grüße Sie. Hi. Kommen Sie rein. Hallo. Schießen Sie los. Worum geht's? Warum wird so wenig über das bedingungslose Grundeinkommen diskutiert? Also es wird sehr viel über das bedingungslose Grundeinkommen diskutiert, aber ich bin für ein anderes System. Ich bin für ein soziales Bürgergeld. Das heißt, eine andere Form von Grundsicherung. Ich bin dafür, dass Leute, die in Not sind, sich nicht schämen müssen, auf ein soziales Bürgergeld auch zurückgreifen zu müssen. Also ich bin nicht für ein bedingungsloses Grundeinkommen, weil für mich der Begriff Einkommen sich immer noch mit Erwerbsarbeit auch verbindet. Ist es überhaupt noch nötig, dass jeder arbeitet? Ich glaube, dass für den Zusammenhalt einer Gesellschaft Arbeit ganz, ganz wichtig ist. Mhm. Übrigens, weil viele Kollegen sich auch nicht fragen, wo du herkommst, sondern was du machst. Wenn ich sagen darf, sinnstiftende Arbeit. Ja, sinnstiftende Arbeit. Es gibt auch prekäre, ungerechte, krankmachende Arbeit, die müssen wir zurückdrängen. Mhm. Aber ich biete Ihnen mal eine andere Vision an. Oh, gerne, sehr gerne. Mein Plan wäre zu sagen, wir entwickeln die Arbeitslosenversicherung mal weiter zu einer Arbeitsversicherung. Damit die Beschäftigten von heute keine Angst vor der Zukunft haben, damit wir Arbeitslosigkeit im Wandel verhindern, bevor sie entsteht. Und es gibt einen Bereich, da wird uns die Arbeit erst recht gar nicht ausgehen. Das sind die sozialen Dienstleistungsberufe, Gesundheit, Bildung und Pflege. Und da geht es eher um bessere Bezahlung und Arbeitsbedingungen, damit Menschen diesen Beruf erhalten. Das muss parallel geschehen. Also nach allem, was ich als Arbeitsminister weiß, und wir haben uns wirklich auch mit verschiedensten Studien und Prognosen beschäftigt, wird uns in diesem Wandel eins nicht ausgehen, nämlich die Arbeit. Das ist die gute Nachricht. Aber die anstrengende ist, es wird in vielerlei Hinsicht andere Arbeit sein. Welche Möglichkeit haben wir denn, uns noch weiter einzubringen? Ich habe eine ganz verrückte Idee. In eine demokratische Partei eintreten. Ich hätte auch einen Tipp, in welche. Ja, das denke ich mir. Hat mich sehr gefreut. Ja, vielen Dank für Ihre Zeit. Gute. Danke. Ihnen auch alles Gute. Jetzt sind wir wieder da. Ich habe widersprochen, wenn ich anderer Meinung war. Das gehört auch zur Politik dazu, dass man nicht versucht, immer eine nette Antwort zu geben, sondern auch Klartext redet und sagt, das sehe ich anders. Aber ich habe auch festgestellt, dass da wirklich Leute an was Interesse hatten, an sehr unterschiedlichen Themen, und dass das ein gutes Zeichen ist.